Und mit dem tragischen Ende von der letzten Folge begrüße ich euch zu einem neuen Part von Let's Play Battlefield 3. Dieses Mal in der Mission Kafarov. Dann verloren sie also im Tal den Großteil ihrer Einheit gegen die Russen. Wer überlebte? Montez, ich selbst, Cole und ein paar andere. Hat Captain Cole ihre Leute in den Tod geschickt? Was? Nein. Das dachten sie doch insgeheim. Oder etwa nicht? Ich habe in Bosnien 4 meiner besten Freunde verloren. Ein Raketenangriff. Der Typ, der Wache halten sollte, war eingeschlafen. 6 Monate war ich neben der Spur. Manchmal wollte ich ihn töten. Wir alle sprachen darüber. Ich glaube immer noch, dass alles seine Schuld war. Ich hätte Mitleid mit Ihnen, wenn Ihre Leute mir nicht noch mehr leid hätten. Denn Sie wussten nicht, wer Sie in Wirklichkeit sind. Sie hätten es verstanden. Und Sie? Hätten Sie verstanden, wenn Ihr Kamerad den Feind unterstützt hätte? Die Russen waren nicht unsere Feinde. Die haben Ihre Freunde umgebracht. Schön locker, ganz locker. Während Sie noch im Iran im Einsatz waren, haben wir Bündelübertragungen zwischen Dima und seinen Handlangern in Kiew abfangen können. Er war zu der Zeit auch im Iran. Warum war Dima im Iran? Mit den Russen. Ja, warum war Dima im Iran? Das wüsste ich auch gerne. Aber vielleicht gibt uns die Mission eine weitere Spur. Wieder in der guten Haut von unserem Dima Majakowski-Kollegen. In dem wir auch durch Paris gedüst sind. Und los geht's. Ich finde hier so einen falschen Schwung oder so einen Halo-Schwung generell abnormal geil. Also sowas würde ich auch unbedingt mal in echt machen wollen. Kostet allerdings ein bisschen viel. Und Mumm muss man dafür auch extrem viel haben, denn einfach so aus dem fliegenden Flugzeugwassersprung ist auch nicht jedermaßen. Und die Vorstellung, das mal machen zu können, wäre echt geil. Was haben wir dabei? Oh wow, eine PP2000. Der hat gar nichts dabei, auch gut. Dann haben wir noch ein Messer. Die schöne Machete ist wieder dabei, cool. Da drinne. AK und eine Saiger. Schön.
Eike und Zeiger sind doch echt... Das ist eine gute Mischung. Also kann mich nicht nennen zu sagen. Ups, da. Ah, die nehme ich mal. Ich guck mal, wie die ist. Aber jetzt werden wir erstmal gefahren. Здесь нет кода. Хорошо, мы их слышим. Машина была хорошей идеей. Давай по дороге. Последние спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне? Ха, до этого особо не везло. Mal gucken, ob wir uns direkt zu unseren Kollegen führen. Schafft endlich alle hierher, wir verschwinden. Sir, der Luftraum ist problematisch. Ich bin mir der Situation bewusst. Tu einfach, was ich sage. Отлично. Он и не догадывается, как мы близко. Все равно это будет натяг. Нам нужно быть готовыми ко всему. Кирилл первый, я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас. Будь готов к смене плана. Помни. Гру хочет взять Кафарова живым, но самое главное — это ядерный чемоданчик. Твою мать! Держись на расстоянии. Давай сделаем это. Окей. Okay, приготовиться. Das schaffen wir. Ворота! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Я ком, gib Gas, коллега. Oder auch nicht. Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай! Okay. Das... Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время, давай! Ой, einfach. Und... Die MP7 ist kaputt. Nice. Okay, ich muss hierher. Ich tauge dadurch auch auf, gut. Hi. Das ist meistens so, dass irgendwie jemand da steht. Deswegen einfach mal aus gut Glück geschossen und aus gut Glück getroffen. Der kriegt einen Mate. Oder eine RPG? Ne, ich hab die RPG bekommen. Ah. Boah. Autos sind nie gute Verstecker. Merke ich jetzt auch gerade wieder. Was ist da durch? Wahrscheinlich kriegt das Ding gleich auch nochmal RPG ab. Aber dann will ich da nicht drin sein. Nein, doch, nicht. Doch! Boah! Erstmal Leben aufladen, sonst bin ich gleich tot. Okay, die Mäd hat mir zum Glück nichts gemacht, aber dafür die Leute da oben. Boah, Leute, lass mich doch alle in Ruhe. Das war ein Triple Kill. Oh, das ist ein Baum. Was das? Das war's. Ja.
Gut, Muni habe ich jetzt auch wieder. Das ist noch besser. Warum sagt das nicht schlecht, das mit dem Dach? Ich liebe es, man passiert jedes Mal. Der ziemlich schicke Bude, muss ich sagen. Okay, ich habe die M82 jetzt schon. Nice. Ich weiß zwar nicht, warum ich die jetzt schon habe, aber egal. Zu der Waffe würde ich niemals nein sagen. Oder Sound. So wie... Oh, das... Ja. Also ich muss sagen, der Sound ist in Battlefield 3 von der M82 tatsächlich besser als der von Battlefield 4. Also hier klingt die so mega nach Power. Vielleicht packe ich jetzt gleich hier noch mal ein kleines Vergleich rein. Sound der N82 in BF3 und in BF4. Dann könnt ihr entscheiden, welcher Sound oder generell, ja doch, aus welchem Spiel sich die M82 besser nimmt. Entweder aus BF3 oder aus BF4. Das könnt ihr mir dann in den Kommentaren zeigen. Das wäre nämlich war interessant zu sehen, was ihr so, also welchen Waffensound ihr bevorzugen würdet. Den sehe ich nicht. Da noch einer. Hier ist auch noch einer. Ja, da. Was? Okay, jetzt ja. Und das Fadenkreuz ist ja auch kleiner, also No Scopes sind hier noch einfacher. Hier im BF3 sind No Scopes sowieso, glaube ich. Double Kill, schön. Habe ich gut. Dann mal schnell durchladen. Habe ich ihn? Nein, habe ich nicht. Doch, den. Komm hoch mit deinem Kopf. Dankeschön. Das habe ich jetzt gerade gebraucht. Habe ich ihn getroffen? Ja, habe ich. Jetzt ernsthaft einen durchgetroffen. Dankeschön, dass du in den Schuss läufst. Ich glaube, ich nehme jetzt mal kurz die Shotgun. Bevor es dann gleich weitergeht mit deinem 82. Okay.
Das ging ja einfach. Okay, gut. Kaffarov ist unterwegs zum Helikopter. Haltet sie auf und fallt dann zurück zum Haupttor. Как туда добраться? План показывает дорогу внизу. Oh, schick. Ich nehme ich dann mal mit. Ich glaube, ich nehme mal die M27 mit. Und die M82 lasse ich aber wegen hier Infrarot. Kann mir vielleicht immer nützlich werden. Genau deswegen. Nicht nach London, das ist jetzt blöd. Habe ich ihn? Ja, habe ich gut. Immerhin ist sicher auch noch eine One-Shot. Das ist gut. Deine Waffe fehlt, Kollege. Nein, noch nicht. Ich hörte, sie wären zu dritt. Blödsinn. Kann nicht sein. Wie sollen drei Männer das schaffen? Там была дверь сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти. Wie die das schaffen können. Seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Battlefield 3. Also, haut rein, Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.